Hallo und herzlich willkommen hier zur 24. Folge in Südhämmern auf Micro Hazard TV. Und ja, gerade keiner im Bilde, aber trotzdem alle anwesend. Jawohl. Und zwar der Bio ist da, hört er ja schon. Ich bin da. Und der Heiko ist wieder da. Hallo. So, wir haben Großes vor in dieser Folge. Großes? Ja, du willst einen Salat machen? Ja, ich mach schon Salat. Und funktioniert doch, ja? Ich kann's ernten, ja. Was machst du mit dem Salat jetzt? Verkaufen, einlagern, guck dir was aus. Okay. Naja, verkaufen ist immer gut. Ja, nee, es wäre sinnvoll, mal irgendwie die ganzen Zutaten zusammenzukriegen irgendwann, um halt auch mal die Salatmischung, denn, ne? Ja, natürlich wäre es alles gut, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben trotzdem noch Kosten, die wir natürlich hier tilgen müssen. Mal gucken, was die Salatmischung bringt, 3000 zu kommen. Ja, wir können sie aktuell jetzt nicht machen, weil eine Salatmischung beinhaltet schon der Name eine Mischung. Das ist richtig. Wir brauchen auf jeden Fall, glaube ich, noch Zwiebeln, ja? Scheiße, vorbeigefahren. Das ist gerade nicht so im Bild, was wir da alles brauchen. Ich bin gerade jetzt leider beschäftigt, kann ich nachgucken. Ich vergucke, ob ich mein... Wenn du dein Bandit anhängen kannst. Naja. Ich hoffe doch. Und Geld kommt gleich wieder. So, rückwärts bitte, danke. Jawohl, ich kann anhängen. Wunderbar. Das sind 31.000 bei uns für einen Schlag. Ja, ist gut, ist nicht viel, aber es ist okay. Ist besser als wie 10.000 oder was wir da hatten. Die 21 sind die anderen beide. Echt? Aber was ist das Feld? 9 oder was? Nee. Feld 8. Feld 8. Was sagt der Kontostand? Der Kontostand? Oh, 47.000. Was hast du jetzt verkauft? Kompost, eine Ladung. Kompost? Jetzt. Yes. Okay. Oh, aber immerhin 47.000 auf einmal. Eis. Das lohnt sich. Wie viel bringen eigentlich Pflaumen und Kirschen? Weil das ist ein bisschen mehr Aufwand dann. 1.500 etwa. Ich habe jetzt nur 21.000 Liter Kompost verkauft. Weiß halt nicht, wie viel da rauskommt, wenn wiederum an Pflaumen und Kirschen. Ja. Wie schnell man da entsprechende Mengen hat. Wie viel Kompost man quasi liefern muss, um so und so viele Kirschen zu kriegen. Weil die Kirschen und Pflaumen brauchen wir nur noch für die Molkerei und Joghurt herstellen. Ja. Jetzt muss ich erstmal hier wieder alles hier. Das ist ja Eis. Ja, ich bin auch hier. Los geht's. Die fetten Maschinen hier. Ja, mit den beiden Riesenmaschinen. Die beiden teuersten, ja, die wir hier haben. Die beiden teuersten Maschinen, die gerade unterwegs sind, der auf Feld 8. Ja. Beide auf Feld 8. Wollten wir noch so einen Schieber kaufen eigentlich, damit wir das immer so ein bisschen verteilen können mit der Silage? Wir haben einen Schieber, wir haben einen gemieteten Schieber. Gemietet, ne? Warum haben wir immer noch einen gemieteten Schieber? Warum bringt dir keiner zurück? Keine Ahnung, weil wir keinen Schieber mehr haben? Weil wir eigentlich uns einen Schieber nicht leisten könnten, oder? So haben wir immer irgendwelche Fixkosten, die uns nerven. Naja, man muss halt ein bisschen ein Auge behalten, was so gemietet ist. Boah, Alter, eine Bahn hier. 50%. Man muss halt ein bisschen ein Auge behalten, was gemietet ist und was nicht. Ey, blöder. Ist das wieder lustig? Was denn? Da hat keiner in der Nähe, der das sehen kann, Gott sei Dank. Wieso, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ich hab mich festgefahren und bin beim Terra, geil, oder? Ich bin mit Schwung rückwärts gefahren und weil der hinten einen recht guten Überhang hat, bin ich hinten mit dem Arsch quasi auf so einen Hang raufgerutscht. Und jetzt hänge ich mit allen 6 Rädern in der Luft. Nimmst du aber nicht auf? Doch. Doch, natürlich. Könnt ihr euch natürlich selber 7 gerne noch angucken, nachträglich. Aber überhaupt kein Problem. Ich hebe einfach nur das Schneidwerk vorne und dann sollte ich eigentlich so weit runterkommen, um mich wieder bewegen zu können. Ja, okay, passt. So, dann kommt mich also selbst befreien aus der misslichen Lage.
So, also wirklich, ja, obwohl es wirklich echt viel Platz hier drin ist in dem Hänger, er ist jetzt schon wieder voll. Und ich habe gerade mal zwei Bahnen gefahren. Ja, zwei. Ey. Da sitze ich auch wieder Jahre dran. Ne? Ja, ist halt so. Anmerkung und Treibstoff. Wasser braucht mal wieder Sprit. Wer braucht Sprit? Kompassmaster. Warum kann man nicht eigentlich so Hexen verkaufen hier einfach? Keine Ahnung. Also ist der Kompassmaster schon fast leer oder was? Ja, aber das liegt ja irgendwie noch. Okay. Ja, keine Ahnung. Das ist auch die Geschwindigkeit, dass man gleich mit dem einfach dann da zurückfahren kann. Wo es wahrscheinlich gar nicht so vorgesehen ist. Nein. Immer das Schneidwerk voll einklappen. Also bei uns in der Zapfsäule ist natürlich noch ein bisschen Sprit drin, ne? Aber ich weiß nicht, wie viel noch in der Raffinerie ist. So, ich hoffe mal, dass das steht hier zweimal Heiko. Das ist ja cool. Ich habe gerade einen Doppelgänger hier auf dem Server. So, ich hoffe jetzt, dieses andere Silage, das ist jetzt leer, wa? Ich glaube aber nicht, oder? Das andere ist leer, das andere Fahrsilo. Hattest du da nicht schon mal drin gepackt gehabt? Nein, da kannst du ganz normal reinkippen. Hatte da mal Gras drin, aber es hat er wieder rausgeschoben. Ah, okay. Das ist leer, da kannst du ganz normal reinkippen. So. Ich mach mal kurz eine Spritze zur Raffinerie und guck, wie viel da noch ist. Aber brauch ich ja gar nicht. Wir haben ja einen Kaffee. Außer ganz Raffinerie, fangen wir mal hochgucken. Ja. Irgendwas fehlt, glaube ich, entweder Sonnenblumen oder Sojabohnen. Irgendwas müsste fehlen, damit er weiter produziert. Sojabohnen. Kein Sprit mehr da. Steht da im Weg hier. Gibt's ja wohl nicht. So ist es gerade. 7000 Sojabohnen hätten wir aber noch im Lager. Und dann kannst du, wenn du willst, die 7000 Sojabohnen zur Raffinerie fahren. Hänger steht hier. Ja, ich weiß. Ich bin ja auch abgehakt. So. Deswegen stand er da so mitten im Weg. So. Ja, also, ich glaube, wenn das hier blüht, oder doch jetzt. Ich war es nicht. Das reicht. Ja, das war's. Was ist denn das hier überhaupt, was hier wächst? Achso, das sind die Sonnenblumen. Ja, da wachsen Sonnenblumen. Das ist halt durchgefahren gerade. Jetzt sind es ein paar weniger. Der hat die Kurve. Hab ich auch so viele davon gesehen. Der hat die Kurve nicht genommen, was soll ich denn machen? Hab ich auch so viele davon gesehen. Sind ja auch so viele. Müssen wir übrigens auch mieten dafür, wenn es reicht. Ja, ich mache ja schon. Stimmt, weil Dings wollte das ja eigentlich machen, ne? Da brauchen wir den Capello, ne? War das gewesen? Nee, ist der Axial Flow? Also entweder... Hat der überhaupt einen? Ja, warte doch mal. Schneidwerke, du kannst... Rostelmasch. An sich einen ganz normalen Mais-Häcksler nehmen, ne? Mais-Schneidwerk. Oder du nimmst extra eins für Sonnenblumen direkt. Ja, aber den Capello. Oder nee, weiß brauchen, ich, weiß ich nicht. Marcel Ferguson haben wir. Boah, den Diamond oder was? Ist das Diamond. Der? Kann man da jemand nachgucken? Heiko, kannst du mal nachgucken? Was? Brauchen wir den Diamond HS12? Also der Drescher, den wir haben, ist der Aktiva 760? Ja. Es ist der Aktiva 7374, den wir haben. Ja. Ich bin jetzt schon wieder bei Capello. Es gibt gar keinen von Marcel Ferguson, kann das sein? Ja, Capello brauchst du hier. Hier, was ist mit dem Capello Haliantos 5700? Das ist direkt nur für Sonnenblumen. Ja. Passt ja auch auf unseren Ruf. Ja, da steht 7374 drin. Leo, dein Bruder streamt gerade wieder. Ah, also das ist der, ja? Ja. Haliantos 5700. Bist du sicher? Ja. Gut, dann habe ich gekauft. Gekauft gleich. Ja, ne, wenn wir öfter brauchen wahrscheinlich. Naja, der ist aber nur für Sonnenblumen. Naja,
Wir machen uns sowieso nicht. Mais ist ja gehäckselt. Richtig. Naja, aber Mais können wir, Mais werden wir später auch nochmal irgendwann so ernten bestimmt, oder? Ja, da können wir, aber da werden wir wahrscheinlich einen anderen Mähdrescher haben, meinst du nicht? Weil ich brauche den, glaube ich, weiß gar nicht, brauche ich Mais auch für die Salatmischung? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ich muss mir alles nochmal angucken, genau, aber ich da brauche eigentlich nicht. Also Geld kriegen wir hier eigentlich relativ fix zusammen. Ja. Finde ich schon. Wie immer auf den meisten Modkarten. Ist halt ja. Immer viele Möglichkeiten gibt, um sich schnell Geld zu schaffen zu können. Was sagt denn deine Mütze eigentlich? Ja, die wird da am Machen sein. Also wenn wir gerade die Zeit nur auf 1 haben, wird das so schnell gemacht werden. Das ist nur richtig. Die wandelt sich halt so langsam, aber sicher um den Hahn. Die ich dann wiederum verkaufen könnte. Direkt Haarmilch, guck mal, Haarmilch, oh ja, bei Sky 2051. Oder was haben wir da? 2354? Ja, das ist schon. Die Haarmilch übrigens auch schon. Mit 1000 Liter, 2500 fast. Also, wenn wir jetzt hier immer weiterarbeiten, so mit den Produktionsketten, dann sollte das Geld uns bald automatisch schon fließen. Wir müssen halt bloß dranbleiben, die Produktionsketten halt zu betreiben, ne? Das ist nicht alles, denn... Ich find's halt blöd, dass man mit der Silage nicht mehr machen kann, irgendwie. Ja, die Silage, ja, ich brauch die halt für die Kühe immer halt, ne, für das Mischzucker. da müsste ich mal das Förderband reinquetschen, um das Futter da rauszuholen. Das Mischzucker. Da kommst du mit der Schaufel kaum rein. Das nächste sollte mir unbedingt Sojabohnen anbauen. Sojabohnen? Ja, wir haben keine mehr. Feld 10 ist frei, kannst du machen. Feld 10 ist zu klein, da lohnt sich Sojabohnen nicht. Ja, aber wird es dann? Feld 9. Oder Feld 8, weil Feld 9 ist eh besät, aber Feld 8, das ernten wir ja gerade beide ab. Da willst du nur rein Dings machen. Rein Sojabohnen. Das Schneidwerk meins ist jetzt nur gemietet, ne? Dein zweites nur gemietet, ja. Ja. Wir sollten so eine extra Ecke auf dem Hof einrichten, wo die ganzen Sachen abstellen, die gemietet sind. Übrigens, der Trailer, ich hab den ja da unter das eine Vordach gestellt, hast du gesehen? Der passt gerade so rein, ja. Der passt da exakt gerade so drüber, so einen Zentimeter oben noch, ne? Den musst du wirklich auch gerade von ganz hinten quasi reinfahren, schräg reinfahren kannst du nicht, weil sonst hängt der schon am Dach hängen. Mhm. Den musst du natürlich auch gerade wieder rausfahren. Ich bin gerade mal 41% voll hier. Wird der Drescher noch benötigt? Was? Der Drescher? Ja. Der Mähdrescher nicht, nee. Aktuell glaube ich nicht, nee. Obwohl, bist du der Häcksler? Der Drescher wird für den Mai, für die Sonnenblumen benötigt. Ja, ich glaube, Heiko wollte irgendwas ernten wahrscheinlich. Der Sonnenblumen müssen ja geerntet werden. Ja, ja, richtig. Deswegen, also, nö, kannst du nehmen, wenn du willst. Okay. Gut, dass mein Holmer Terra hier so einen riesengroßen Tank hat quasi. Sie können nicht ständig einen Anhänger brauchen, wir haben ja bis zwei. Wo hatten ihr das Schneidwerk schon stehen? Oder habt ihr es immer noch im Shop? Das müsste noch am Shop sein, glaube ich. Ja, das hat man leider noch nicht geschafft abzuholen. Naja, wie auch? Der Drescher stand ja auf den 10 die ganze Zeit rum. Hm. Ja, aber so Sonnenblumen müssen wir ja auch öfter machen, wegen Treibstoff schon. Der braucht nur Sonnenblumen, ne? Naja, nee, Sonnenblumen, Sojabohnen, Raps. So viel, ja. Ja, nee. Ist nicht wie ein Schwinkel, wo du nur Raps und Wasser hinstellst. Fingerpurzel auch schon. Hallo, geh doch mal an. Technik spinnt. Der Hexer kaputt. Naja, ja. Der, hast du dich kaputt gemacht? Die Knöpfe funktionieren einfach nicht. Ausgenudelt. Naja, jetzt schon. Nach 1,2 Stunden Arbeit, weißt du? Alles nur auf billig Geräte hier. Die Tasten kommen wahrscheinlich aus China. Ja, unter dem Knopf stand auch, made by China.
Nein, wir sind doch schon wieder böse hier. Egal. Gut, die Folge ist aber auch schon wieder zu Ende. Definitiv. Wir sehen uns hoffentlich morgen zur nächsten Folge wieder hier zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator des 17. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bedanken und sagen ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.